Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen, aber feinen DM-Haul für dich. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es sind einige Produkte dabei für Weihnachtsgeschenke, einige Produkte für ein Tauschpaket, also bunte Mischungen, manche Sachen, die ich einfach brauchte, die wir im Haushalt auch einfach gebraucht haben. Und ja, deswegen sind sie jetzt hier und warten drauf, ausgepackt zu werden. Ich nehme euch einfach mal mit, wenn ihr Bock habt. So, dann starten wir mal die wilde Fahrt. Unspektakulär, aber dafür ziemlich lecker, die Reiswaffeln von DM Bio. Die sind jetzt einfach in Natur, also ohne irgendwie Joghurt oder Schoki oder sonst irgendwas drauf. Die habe ich ganz gerne so einfach mal zwischendurch auch im Büro. Die knabber ich dann ganz gerne und ja, finde ich eine gute Sache für den kleinen Hunger zwischendurch. Als nächstes habe ich einen Tee mitgenommen von Kappa und zwar ist es der Tee Sweet Dreams. Hier seht ihr ihn. Ich fand den auch mega schön. Ich habe jetzt letztens so einen Kappa-Tee bei mir in irgendeiner Box drin gehabt. Der hat mir nicht so irre gut gefallen. Aber ich probiere mich weiter mal durch. Das ist Bio-Kräutertee mit Kamille, Zitronenmelisse und Lavendel. Hat sich sehr gut angehört und ja, ist dann halt zum Einschlafen ein Tee. Als nächstes habe ich geschrotete Leinsamen hier drin. Ganz normale Leinsamen. Die kann man sich in den Joghurt mischen. Es ist einfach gesund und gut für die Verdauung. Und ja, lecker, finde ich. Als nächstes habe ich mich von der lieben Cindy Jane, ich gucke ab und an mal ihre Videos auf dem Kanal und da habe ich mich von anfixen lassen, ja, von diesen Davert-Gerichten, ich weiß es nicht. Ja, das ist halt so ein, kannst du in der Tasse machen, mal eben schnell auf der Arbeit. Und für mal eben schnell bin ich ja auch gerne zu haben. Natürlich koche ich auch mal gerne Fettrouladen oder sowas. Aber das ist einfach mal für so eine Kleinigkeit zwischendurch, für ein kleines Mittagessen, wenn es mal schnell gehen muss, wenn man keinen Bock hat, groß zu kochen. Oder vielleicht am Tag vorher keine Lust hatte zu kochen und das damit zur Arbeit nimmt. Ja, da habe ich einmal Nudelcup in Tomatensoße. Rice Cup süß-sauer. Porridge Cup und der ist mit Früchten. Potato Cup Süßkartoffel und Nudel Cup Brokkoli Käsesoße. Ich bin einfach mal gespannt. Die Zubereitung soll ja immer recht schnell sein. Einfach kochendes Wasser drauf und dann ziehen lassen, halt wie diese 5 Minuten Terrinen, die man sonst so von Maggi und Co. kennt. Aber die sollen halt in dem Sinne gesünder sein. Das ist Bio und man hat dann vielleicht so ein bisschen nicht ganz so schlechtes Gewissen. Auch wieder ein Schnellgericht, sage ich mal, habe ich hier italienische Ravioli mit Gemüsefüllung. Da bin ich ganz gespannt drauf. Das ist dann ja vegan, vegetarisch, was auch immer. Also ich bin weder Veganer noch Vegetarier. Aber ich finde, solche Gerichte sollte man definitiv auch mehr in seinen Alltag mit einbauen, weil es einfach auch in dem Sinne ja, gut ist, nicht so viel Fleisch zu essen. Ich glaube, es ist sogar gesünder. Das haben ja damals die Leute auch immer gemacht, dass die irgendwie nur ein-, zweimal die Woche Fleisch gegessen haben. Und von daher, ja, versuche ich das auch ein bisschen zu reduzieren. Und ja, deswegen dann halt auch mal solche Gerichte zwischendurch. Dann wollte ich auch nochmal die gute Bio-Schokolade ausprobieren. Sieht zum einen ziemlich cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an diese Paletten. An diese Lidschattenpaletten vom Design her. Und jo, ne? Durfte dann auch mal mit in den Warenkorb mit reinwandern und die ganzen Sachen von dieser Essensgeschichte von, also Essen im Sinne von Yum-Yum-Geschichten von DM, wollte ich auch gerne mal ausprobieren. Also immer mehr und immer weiter. Dann habe ich mir noch zwei Riegel mitgenommen. Einmal Superfood-Riegel Spirulina-Zitrone von DM Bio und ein DM Bio Superfood-Riegel Aronia-Blaubeere. Ja, das ist dann halt so ein schnelles Frühstück. So, kommen wir mal zu den Standard-Basic-Sachen. Und zwar habe ich hier von Evelyn die klassischen 140 Wattepads. Ich bin zwar, was Gesichtsreinigung angeht, hauptsächlich umgestiegen auf meine Washis. Aber ich benutze die hier sehr, sehr gerne noch, wenn es um hartnäckiges Augen-Make-up geht. Oder wenn ich meinen Fußnagellack entferne. Oder wenn ich mein Toner auftrage, das mache ich auch immer auf ein Wattepad und verteile mir das dann im Gesicht. Jo, ne? Und für
Man braucht es irgendwie ständig. Keine Ahnung. Ja, die sind mit wieder reingewandert. Dann musste auch mal ein Fieberthermometer mit, weil wir haben gar kein Fieberthermometer, ist mir letztens aufgefallen. Und ich finde, sowas darf in keinem Haushalt fehlen. Also von Das Gesunde Plus haben wir jetzt auch ein digitales Fieberthermometer. Dann habe ich im Onlineshop entdeckt, dass die Kuschelsocken haben und die mussten mit. Die sind jetzt von Fassino in der Größe 39 bis 42. Sind kuschelig, sind schön und gefallen mir. Dann habe ich noch zwei Make-up-Organizer mitgenommen. Einmal so einen runden, da kannst du Lippenstifte und Lip Liner reinmachen. Den finde ich ganz hübsch. Der ist so ein bisschen angeschrägt und der präsentiert die Sachen, finde ich, im Schminkschrank ganz schön. Und dann habe ich hier noch so einen, ja, eigentlich geraden oder eckigen, wenn man so von oben schaut, aber an den Seiten ist der ein bisschen abgerundet. Hier vorne kannst du vier Lippenstifte reinstellen, hier hinten was auch immer du möchtest und an den Seiten Pinsel oder halt auch höhere Sachen. Und ja, den fand ich auch ganz cool. Deswegen durfte er mit und Ordnung im Schminkschrank muss sein. So, die finde ich richtig toll von Evelyn, die haben eine gute Qualität und ja, die mag ich einfach leiden, die passen gut bei uns in die Schränke und deswegen durften die mit. Hier habe ich eine Duftkerze mitgenommen und zwar ist das von Profissimo Apfelzimt Duftglas und ich liebe Duftkerzen. Jetzt so im Winter finde ich das so schön, wenn du im Wohnzimmer oder wo auch immer im Haus, in der Wohnung diesen schönen Duft von Weihnachten überall hast. Richtig geil. Also wir holen uns am Wochenende endlich unseren Tannenbaum und dann hast du halt den natürlichen Tannenduft, aber diese Kerzen verschönern das Ganze noch mal so ein bisschen und das gefällt mir unheimlich gut. Die riecht so schön nach Apfel, nach Zimt und Weihnachten und oh, ja, die mag ich richtig geil. Müllbeutel von Profissimo Tragegriff Müllbeutel, die 50 Liter, 20 Stück. Jo, simpel, aber wir brauchen sie. Ein Schnupfenspray habe ich auch mitgenommen, weil ich dachte, naja, du brauchst nicht das. Also immer ziemlich direkt so ein Nasenspray, was quasi die Nase frei macht, also das quasi abschwellen lässt, sondern manchmal hast du ja auch einfach nur Schnupfen, dass die Nase läuft. Und dann habe ich mir gedacht, cool, dass es sowas gibt, will ich mal ausprobieren. Vielleicht wirkt das und dann geht der Schnupfen schon so am Anfang weg. Ich weiß es nicht. Das war so ein bisschen mein Denke, meine Denke dabei. Jo, habe ich dann auch mitgenommen. Baumwollhandschuhe habe ich mitgenommen, weil ich habe ja eine Handmaske in einem Tauschpaket gehabt und das wollte ich ausprobieren. Und ja, dafür finde ich, muss man irgendwie was über die Finger drüber machen und dann nehme ich jetzt ungern irgendwelche Einweghandschuhe, diese Latexviecher. Dann nehme ich dann lieber so Baumwollhandschuhe, die ich auch nachher waschen kann, die ich wiederverwenden kann. Und ja, die habe ich dann auch mitgenommen. Die sind definitiv für ein Tauschpaket, weil wir haben ja gar keine Katze. Ja, das sind Dreamies mit extra Crunch und zwar in der Geschmacksrichtung Huhn. Und ich finde die Werbung immer so toll, aber wir haben ja keine Katze und können uns das nicht kaufen und dann kommt es jetzt in das Tauschpaket. Ja, dem Kauf war nachgekommen, obwohl man es gar nicht selber braucht, ne? Fotobuch habe ich mitgenommen. Das ist so ein Einsteckalbum. Enjoy Every Moment. Finde ich so, so toll. Und ja, um mal ein ganz bestimmtes Thema aufzugreifen, was auch sehr bald in einem Tauschpaket aufgegriffen wird. Guter Vorsatz fürs neue Jahr. Einfach mal die Fotos, die man so macht, ausdrucken und in Einsteckalben packen oder in Fotoalben reinkleben, ne? Oder Fotobücher selber gestalten. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten, meine Güte. Und kostet echt nicht die Welt, aber man ist immer so faul, oder? Und dann vergisst man das. Und dann sind all die ganzen schönen Fotos irgendwann weg, weil der Speicherplatz voll ist. Und dann steht man da und denkt sich, auch Mist. Ja, und deswegen, guter Vorsatz auch an euch fürs neue Jahr. Enjoy every moment und druckt deine Fotos doch einfach mal aus. Hier habe ich von Valea so ein Geschenkset gefunden. Das ist ein Duschgel-Set mit vier magischen Düften. Make today amazing. Total cool. Das sind die Duftrichtungen. Stay magical, Winter's Charm, Let it snow und Magic Time. Ja, dazu muss ich jetzt, glaube ich, nicht so viel sagen. Ne? Wir brauchen mal wieder einen Bimmstein. Das Produkt habe ich gesehen bei der Höhle der Löwen und fand es interessant und habe es einfach mal mitgenommen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist ein Zweierpack Smart Sleep von Schlafforschern entwickeln. Es ist vegan, glutenfrei, laktosefrei, vor dem Schlafen einzunehmen. Und ja,
Das ist dieses Smart Sleep. Wollte ich mal ausprobieren, fand ich ganz interessant. Ich glaube, das war auch reduziert. Ja, das sind so Kautabletten, die man erst nehmen soll. Und dann nimmst du das Liquid und dann sollst du super schlafen. Ich weiß es nicht. Bin mal gespannt. Unspektakuläres Klopapier. Und spektakuläres Klopapier. Ich fand das süß. Hat mich angefixt. Ja, die Verpackung ist schuld. Ich meine letztendlich, ne, wofür benutzt du Klopapier? Aber trotzdem darf es doch auch ganz hübsch aussehen. Ich fand das ganz niedlich mit dem Rentier und ich glaube, das soll irgendwie ein Pinguin-Schneemann sein. Ich weiß es nicht. Und ja, dann hast du hier auf dem Klopapier halt auch so Prinz drauf, Winter Wonderland und Sternchen und Merry Christmas und ne? Letztendlich ist es Klopapier, aber es ist schön. Servietten von Profissimo für den nächsten Kaffeeklatsch. Schlaf- und Nerventee von Das Gesunde Plus. Ja, ne? Was soll man da groß zu sagen? Ist jetzt einfach ein Schlaf- und Nerventee, der wird dich beruhigen. Bei Einschlafstörungen kann man den nehmen und ja, ne? Ist auf jeden Fall mal eine kleine Beruhigung zwischendurch. Der ist mit Baldrian, Wurzel, Lavendelblüten, Melissenblättern und Pfefferminzblättern. Ja, das sind ja so die Klassiker, die einem helfen einzuschlafen und die einen beruhigen. Ein paar Badezusätze habe ich mitgenommen. Einmal von Dresdner Essenz, von Dreckspatz, Bleib gesund mit Bio-Sesamöl, mit natürlichen Duftstoffen, Thymian, Pfefferminzduft, Pflegebad. Ui, 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 das riecht so gut. Es riecht einfach frisch nach diesem Pfefferminz und es ist, glaube ich, ein richtig geiles Erkältungsbad. Dann von Balea Badeperlen tiefe Entspannung mit Orchideen- und Vanilleduft. Oh, nom nom. Das riecht richtig schön blumig. Und nochmal von Balea Badesalz erholsame Momente mit Granatapfel- und Orangenduft. Das riecht richtig schön fruchtig. Oh, ja. Ne? Auch wenn ich keine Badewanne habe, aber die werde ich dann weitergeben, weil ich mag einfach dieses erholsame Momente schenken oder Chillness schenken, wie auch immer man das sagen möchte. Ich mag das einfach. Ja. Ich habe gesündigt. Ja, ich gebe es zu. Ja, es gab ein paar Masken, ne? Zwei Männermasken, die dann natürlich nicht für mich sind. Einmal von Balea Men Active Care Hydro Boost Creme Gel Maske. Dann auch von Balea Men Hydro Tuch Maske mit Frische Kick. Dann aus der Limited Edition, aus dieser Winter Edition von Balea, habe ich einmal die Tuchmaske Be Cute mit diesem süßen kleinen Rie-Ho. Und wenn man das auf dem Gesicht hat. Und mit einem Fuchs, Be Foxy. Ja, die sind einfach süß, oder? Die mussten einfach mit. Die haben mir sehr gut gefallen. Erfrischende Pflege mit Kastanienextrakt und beruhigende Pflege mit Hagebuttenextrakt. Ja, jetzt aus einer Exklusivedition, weil ich glaube 90 Jahre Disney ist. Diese beiden Tuchmasken durften dann auch ganz gerne mit. Da habe ich einmal eine verwöhnende Tuchmaske mit Mandelöl und Panthenol. Oh, mit Minnie Maus. Und eine belebende Tuchmaske mit Aprikosenkernöl und Limonenextrakt. Und die wird dann wahrscheinlich schwarz sein. Mussten mit. Ich konnte nicht anders. Ganz von alleine sind die in meinen Einkaufswagen gehüpft. Zack, waren die drin. Da konnte ich gar nichts gegen unternehmen. Genauso wie diese Tuchmaske Lucky Moments. Die ist auch einfach schön. Mich spricht dieses Motto an, Lucky Moments halt. Und die Farbe spricht mich auch an. Ja, und der Elefant spricht mich an. Und das ist eine Tuchmaske. Und deswegen spricht es mich an. Hier haben wir das Pendant zu dem Schnupfenspray. Und zwar ist dieses Nasenspray so ein ganz klassisches, abschwellendes Nasenspray. Dann ein paar Geschenkanhänger, weil es ist bald Weihnachten und die brauchen wir alle. Und für Tauschpakete und überhaupt und sowieso. Nochmal Müllbeutel. Hier sind das jetzt die 5-Liter Müllbeutel mit Tragegriff. Das finde ich immer so wichtig, dass du auch einen Tragegriff hast. Ansonsten muss man das immer so komisch wegfrielen, damit du überhaupt eine Möglichkeit hast, um das irgendwie zusammenzukriegen. Dieses Produkt wurde mir von einer ganz, ganz lieben Abonnentin empfohlen. Und zwar ist das die Balea Haarmilch also mit Feuchtigkeit, für Feuchtigkeit, für die Haare. Das ist total super. Du kannst dir das sogar hier auf den Ansatz machen, ohne dass du dadurch fettige Haare bekommst. Und da bin ich so gespannt mit Mangoduft, Antitrockeneffekt, ohne Silikone, für trockenes und strapaziertes Haar. Und es passt einfach super.
Und das riecht so schön. Also ich mag ja nicht so gerne diese extrem frischen Düfte, also so Limette oder sowas, ist nicht so ganz meins. Aber das ist Aprikose, das ist sehr, sehr obstig, fruchtig. Das gefällt mir. Das riecht, als würdest du quasi so eine Aprikose vor dir haben und reinbeißen. Ja, so riecht das. Fand ich auf jeden Fall super interessant. Das ist mit einem schönen Pumpspender. Also ja, werde ich meine Freude dran haben und werdet ihr dann demnächst mal irgendwann in einem Aufgebraucht-Video sehen. Ja, es ist eine Duschcreme. Enjoy the little things mit Aprikose und Orchidee. Wenn das nicht mal was ist, also allein der Spruch sollte einen anfixen, das Ding zu kaufen. Der Geruch, es ist mega schön. Und wenn dann auch das Pflegeerlebnis so ist, dann ist das meins. Wäre ziemlich cool. Ja, also hier steht auch nichts von Limited Edition drauf, aber ich glaube, dass das so eine Art Limited Edition sein wird, weil das ja so eine Special-Verpackung ist. Aber ja, riecht mal auf jeden Fall dran, wenn ihr das nächste Mal im DM seid. Also ich finde, es riecht super, super gut. Ja, richtig gut. Und ja, vereint viele Dinge, die ich einfach gerne mag, ne? Fruchtig, blumig, cremig, super. Dieses Duschpeeling habe ich mir geholt, weil ich das gerne mag. Ich mag dieses Happy Melon. Ich mag Triacle Moon. Ich kann diese Marke nicht richtig aussprechen. Ich nenne sie von nun an weiterhin Triacle Moon, weil ich das nicht anders hinkriege. Tut mir einfach leid. Und es riecht richtig gut. Du hast schöne Peelingkörner und oh, mir gefällt es richtig gut und ich kann es jedem ans Herz legen. Natürlich ist das von Dove noch besser, aber das ist ja irgendwie leider, leider aus dem Sortiment oder geht aus dem Sortiment. Und ich gucke mir auf jeden Fall nochmal das an von Kneipp. Genau, von Kneipp. Ja, aber das ist halt sauteuer. Und das hier ist halt erschwinglich, ne? Ich glaube, das kostet irgendwie 3 Euro oder so. Naja, liebe ich. Und dann durfte noch ein ziemlich süßer Nagellackentferner von Evelyn mit Frosted Berries. Ich finde es super, dass es eine kleine Flasche ist, weil ich es auch nur für die Füße brauche und es ewig bei mir dauert, bis ich so eine kleine Flasche leer habe. Also von daher super, dass es das gab, diese Limited Edition. Und ja, natürlich riecht es nach wie vor nach Nagellackentferner. Aber es ist ein Hauch Frosted Berries. Zahnseidesticks mussten mal wieder mit, dann nehmen wir gerne die von Don Dudent. Die sind toll, die sind praktisch, die benutzen wir immer wieder. Unsere Waschmaschine möchte mal wieder Anti-Kalk-Tabs haben. Da hole ich immer die, die gerade da sind. In dem Sinne war ich jetzt ja gerade bei DM. Also durften die von Denk mit. Mit. Ich packe die immer so alle 2 Wäscheladungen rein, quasi. Und also ich muss wirklich sagen, jahrelang hält die Waschmaschine und da ist nichts mit Kalk. Also von daher richtig gut. Da brauchst du keinen teuren. Da kannst du dir auch einen etwas günstigeren holen. Also von daher ganz entspannt, solange du die auch ordentlich verwendest. Also ordentlich oft und nicht nur so einmal im Monat oder so. Ich glaube, die empfehlen auf den Verpackungen wirklich bei jeder Wäsche, aber das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel und auf Dauer dann auch echt zu teuer. Nochmal Zahnseide durfte mit und jetzt halt einfach mal diese ganz klassische, die wir dann auch ab und zu mal gerne benutzen. Ja, im Prinzip ist das hier die umweltfreundlichere und günstigere Variante, aber worauf man gerade halt einfach so Bock hat, ne? Wenn du nicht so Bock hast, dir jetzt so einen langen Faden zu nehmen und dann so durch die Zähne zu zwirbeln, dann nimmst du dir halt einen Zahnseidestick. Manchmal darf man auch einfach ein bisschen faul sein, aber die haben wir auch. Dann habe ich ein Geschenkset mitgenommen von TTZ. Happy Box. Das ist mit einem Faultier. Und ich mag Faultiere, deswegen durfte das mit. Wenn man die Happy Box öffnet, sieht die so aus. Da hast du drin ein Cremeschaumbad. Mega schön. Paradies für mich mit Feigenmilch und Andenbeere. Oh, herrlich. Hallo Lebenslust, eine Aromadusche mit Matcha-Tee und Goji-Beere. Also die Düfte, ne? Ich habe ja auch im Laden geschnuppert. Oh, Wahnsinn. Ja, das riecht auch sehr, sehr gut. Und eine Portion Glück mit Pfirsich-Vanille, ein aufmunterndes Badesalz. Ja, richtig gut. Richtig gut. Und das fand ich einfach hübsch. Ich mag diese Sets, ich mag Boxen.
Ne, wer hätte das gedacht, dass ich auf Boxen stehe? Und ja, da ist ein Faultier drauf, da steht Happy Box drauf. Ich meine, ne? Natürlich durfte das mit. Dann habe ich ein Parfüm mitgenommen und zwar von Playboy, Play It Sexy. Finde ich ganz gut. Ich fand den Geruch auch ganz gut. Fand ich schön etwas schwerer, weil das auch ein leicht orientalischer Duft ist und ich liebe einfach diese Flaschen von Playboy. Die sind einfach hübsch. Deswegen durfte es mit. Im Zweierpack habe ich mir Duftkerzen geholt mit Vanille und Karamell. Und ich finde, wenn dieser Duft nicht Weihnachten schreit, dann weiß ich es auch nicht. Also so dermaßen süß und krass nach Vanille und Karamelle. Oh, Karamelle. Genau, Karamelle. Karamell. Das ist der Wahnsinn. Ich finde es richtig schön und ja, ein wunderbarer Duft. Vom ersten bis zum letzten anzünden. Und dann noch zwei. Wahnsinn. Nochmal Müllbeutel, Biomüllbeutel. Optimaler Nässeschutz, Tragegriff, kompostierbar, 10 Stück, 10 Liter. Und genau, die 25 Liter Müllbeutel habe ich mir mal mit dem Frischezauber geholt. Riecht nach nichts. Okay, vielleicht halten sie einfach die Gerüche hier drin, ich weiß es nicht, aber ich rieche hier nichts. Null. Ich weiß nicht. Aber hier steht Frischezauber drauf. Tja. Vielleicht entfaltet der Beutel erst seine Wirkung, wenn er aus der Verpackung genommen wird. Keine Ahnung. Ich habe zurzeit Schnupfen und brauche gerade so ziemlich alle Kosmetiktücherboxen auf, die wir hier so haben. Da habe ich mir dann zwei neue mitgenommen. Diese ganz normalen, rechteckigen, die mag ich einfach am liebsten. Und ja, die stellen wir uns dann überall hin. Eine in so Gold-Weiß und eine mit so verschiedenen Naturmustern. Durften einfach mal wieder mit. Dann hatten die im Sale so Sachen, Verschönerungs-Deko-Zeugs, ich weiß es nicht, von Paradies, zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich hier einmal dieses Reiseset, Fotomomente, und du hast da ganz viele verschiedene Sticker und Kärtchen und Schlag mich tot, alles Mögliche drin und das kann man halt super nehmen, um alles so ein bisschen schöner zu verschönern. Schlau. Dann hier die Fotomomente Baby. Es gibt einige Babys bei uns zurzeit im Freundeskreis, die jetzt unterwegs sind oder die gerade da sind. Und ja, mein Freund ist ja auch Patenonkel geworden und da möchte man ja vielleicht die Geschenke auch etwas niedlicher gestalten. Ja, hier hast du dann auch Karten drin und Sticker und keine Ahnung. Ich find's einfach süß. Und ja, das durfte dann auch mit. Und hier habe ich dann die Collection Liebe. Ja, wir hatten gerade erst 13-jähriges Alter, aber trotzdem, ach, ich mache das auch gerne einfach mal so zwischendurch, dass man irgendwelche schönen kleinen Sachen bastelt, Aufmerksamkeiten verschenkt, wie auch immer. Ja, das durfte dann auch mit und hier hinten seht ihr dann drauf, was drin ist. Ich finde es richtig cool und ich freue mich drauf, diese ganzen Sachen zu benutzen und ja, die waren halt im Sale, ne? Sagst du nicht nein. Dann noch ein Tee und zwar von Das Gesunde Plus Inner Balance Früchtetee mit Zink, natürlich aromatisiert mit Johannisbeergeschmack. Jo, ne, so ein ganz klassisches Ding. Irgendwie hole ich mir viel Tee so mit Chillen und Ruhe bewahren und so, aber das brauche ich auch, um einfach mal runterzukommen. Ich bin immer so unter Strom und mach und tu und mache ich ja auch gerne, ne? So bin ich ja auch auf der Arbeit, dass ich immer Gas gebe. Aber ich muss auch mal mir so ein bisschen die Zeit geben, dass ich mich mal runterhole und so ein bisschen chille. Weil etwas, was Menschen nicht mehr können, ist zum Beispiel sich langweilen, sich ausruhen, zur Ruhe kommen, einfach mal den Kopf frei zu haben und an nichts denken. Also wann hast du zuletzt an nichts gedacht? Wann hast du dich zuletzt mal so richtig gelangweilt? Also das ist, ne, gefühlt ist es in dieser Leistungsgesellschaft fast nicht mehr möglich. Und deswegen suche ich mir immer mehr so Punkte oder Hilfestellungen, sage ich mal, um mich so ein bisschen runterzuholen und ein bisschen die Seele baumeln lassen zu können. Ne? Nicht unbedingt einfach, aber ich versuch's. Auch mal wieder mit durften Einweghandschuhe. Ich habe keine Ahnung, wofür wie die alle brauchen. Wenn ich das Klo putze, benutze ich sowas. Oder wenn ich harte Reinigungsmittel benutze oder so, weil mir meine Hände sonst wahrscheinlich abfallen. Oder wenn ich irgendwas anpacke, was ich nicht schön finde oder so. Das ja, benutze ich dann immer.
Eigentlich kann schon. Es ist toll, wenn die einfach so in der Vorratskammer liegen und da kommt man bei uns immer ganz gut rein und dann nimmt man sich welche und dann kannst du direkt alles anpacken, worauf du Bock hast. Ne? Das ist der Wahnsinn. Also, ja. Sehr gut beschrieben, Claudia. Sehr gut beschrieben. Ja, neue Kerzen für meinen Hintergrund durften auch mal wieder mit und wir haben Weihnachten bald. Da werde ich das auch in der Wohnung ordentlich gebrauchen. Also hier vorne brauche ich mal wieder welche. Ihr seht, die Orangene macht irgendwie auch so ein bisschen, was sie will. Die ist ein bisschen weird. Finde ich echt merkwürdig. Also die brennt so ganz komisch und tropft nach. Oh, ich weiß es nicht. Die macht komische Dinge. Naja, auf jeden Fall durften neue daher. Auch wenn ich die von Profissimo ganz, ganz ehrlich nicht so gut finde. Zum einen, weil sie nicht lange halten und zum anderen, weil die knistern. Also bei mir, ihr kriegt das ja vielleicht manchmal mit, da knistert das da hinten im Hintergrund. Das ist nicht gewollt. Das ist dann einfach, weil die Kerzen schlecht sind. Egal, sie sind günstig, sie durften mal wieder mit und ich war gerade da, dann nimmst du die halt mit, ne? So, das ist jetzt das letzte Produkt. Herzlichen Glückwunsch, du hast bis hier durchgehalten. Richtig geil von dir. Und dann gab es so eine Limited Special, wie auch immer, Edition von Essence. Reach for the Stars. Das ist so ein Glam-Kit. War, glaube ich, auch irgendwie im Ausverkauf. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich blende euch das ja immer hier da ein. Genau, oder da? Ich weiß es gar nicht. Auf einer der beiden Seiten scheinen die Preise immer schön. Ja, es ist in so einer schönen Umverpackung. Du kannst das Beutelchen aufmachen und hast hier dann die verschiedenen Produkte drin. So sieht das Glam Kit aus. Hier hast du so Haarbänder, Armbänder, wie auch immer. Die sind ja zurzeit auch sehr gehypt. Ja, ne? Das ist halt so glitzerig. Dann hast du hier einen Metallic Highlighter. Und das müsste ein Lippenpflegestift sein in einer Optik von einer Discokugel. Und hier hast du ultra, ultra krasse Silvesterlashes. Ja, und hier hast du so Body-Tattoos, die kann man sich so auf den Körper machen. Ja, ne? Happy New Year steht da. Ho, 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 let it snow. Be happy und lucky. Genau, und dann halt noch so ganz normale Schnörkelviecher. Ich kann es kaum glauben, aber ich bin durch. Alles, Entschuldigung, alles gezeigt. Ja, ich weiß nicht, welches Produkt fandet ihr denn am besten? Schreibt mir das mal, doch mal gerne unten in die Kommentare. Oder welches ist euer Lieblingsprodukt zurzeit? Was testet ihr zurzeit am liebsten? Was könnt ihr mir empfehlen? Was sollte ich mir mal vielleicht anschauen? Ja, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare mal reinschreiben würdet. Denn wie ihr seht, ich kaufe mir gerne die Produkte dann auch nach und schaue mir das an und mache mir gerne auch mein eigenes Bild darüber. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wie immer, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Mensch. Das ist ganz schön viel, immer reden, reden, reden. Puh. Ja, ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so für euch mache oder mit euch. Hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Mach dir einfach einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und lass es dir einfach gut gehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!